Die Auktion kann beginnen. Komm, Oscar. Sie haben keine Chance. Euer Gebot. 1000 von den Mädchen in der letzten Reihe. 2000. Was sehe ich da? 10.000. Oh, 50 Riesen. Oscar, kümmere dich darum. Wir müssen es kriegen. Oh, wow. Wow, echtes Gold. Verkauft. Die Auktion ist vorbei. Wie cool. Oh, bin ich zu spät? Warte. Glückwunsch zu deinem Einkauf. Du wirst es nicht bereuen. Wirklich? Das Haus ist unglaublich. Das ist die beste Investition. Was glaubt der, wer er ist? Ich mach das schon. Ups. Nettes Haus. Ich habe so lange dafür gespart. Was ist das? Kann ich wenigstens einen kleinen Teil des Hauses kaufen? Bitte. Was soll's? Oh, wow. Oh ja, es ist echt schön. Aber du musst unten wohnen. Das ist der erste Stock. Es gehört dir. Wow, das gefällt mir. Ich muss aufräumen. Es gibt sogar eine Lampe. Ich behalte die Lampe. Ach, egal. Zu hoch. Oscar, du bist meine Leiter. Warte. Was? Ich brauche einen weicheren Teppich. Kümmere dich darum. Das ist der Fiesling von der Schule. Egal. Ich habe Wichtigeres zu tun. Ich werde erstmal diesen Krempel loswerden. Warst du das? Ich? Nein. Ich erinnere mich an dich. Ich habe ein Kissen gefunden. Dieser Teppich muss weg. Klar, verstehe. Ich werde mich darum kümmern. Und was kommt als nächstes? Wahnsinn! Es regnet Geld. Autsch. Oh, ein Vorleger. Cool. Ich brauche noch eine Pflanze und gehe dann shoppen. Ich brauche einen weicheren, bequemen Stuhl. Jetzt kann ich das machen, was ich am liebsten mache. Kunst, Kunst und noch mehr Kunst. Ich werde Huggy Wuggy malen. Und wenn ich die Wände mit Zeichnungen verziere? Perfekt. Ich habe Pappe und Stifte. Ja, schon wieder. Der Teppich ist so süß. Aber dieser Raum braucht eine Pflanze. Bring mir die beste. Bin schon dabei. So schön. Oh, ein Bär. Wie weich und flauschig. Sie mag ihn. Der Teddybär ist ab jetzt mein Kissen. Aus Pappe lassen sich Wände machen. Ich muss sie nur festtackern. Was für ein Lärm, Oscar? Keine Ahnung. Ich habe nichts gehört. Okay, ich leg mich wieder hin. Au, mein Kopf. Es ist zu hart. Kümmere dich darum. Ja, klar. Witzig. Designerstoff aus der neuesten Kollektion. Wofür? Für die Wand. Oh. Okay, los, fang an. Hey, mein Möbeltacker. Wie gemein. Ich befestige ihn hier und hier. Fertig. Super. Mein Rock. Oscar, was hast du getan? Du hast ihn an die Wand getackert. Oh, das ist eine Katastrophe. Die Tränen haben sich in Diamanten verwandelt. Ich hab Kissen. Verschwinde. Diamanten. Wow, so viele Kissen. Die haben mir noch gefehlt. Oh, ich hab die Stifte fallen lassen. Ich hab eine coole Idee. Ich binde ein Gummiband um die Stifte und benutze sie als Pinsel. Super.
und ein Stück Papier. Ich zerknüll es und tauche es in Farbe. Und wenn ich eine Tube zum Malen benutze? Das war's. Puh, meine Hände sind voller Farbe. Ich kann mit meinen Fingern malen. Ja, ich sollte meine Hände waschen. Und? Hier bleiben meine schönen Edelsteine. Perfekt. Das gefällt mir. Ich muss die Stifte weglegen und malen. Ein Bild. Es ist noch besser geworden, als ich dachte. Der Stiftehalter kommt hier hin. Und eine Pflanze. Nee, zwei. Und die Farbe kommt in den Korb. Yes! Das Notizbuch kommt in den Rucksack. Was ist das? Ein Kalender. Ich habe bald Geburtstag. Muss ich ihn ganz allein verbringen? So schön, oder? Was ist das? Ein Kalender. Oh, klar. Wow. Mein Geburtstag steht vor der Tür. Oskar, wo bist du? Wo ist der denn? Ich bin hier. Ich habe etwas gefunden. Warte, es soll eine Überraschung sein. Tada! Eine kleine Lampe? Und das war's? Ich brauche Lichter. Ein Goldbarren wird den ganzen Raum erhellen. Erledigt! Wow! Zeit für Musik! Es kann losgehen! Yeah! Das klingt ja schrecklich! Was machen die da? Hört auf damit! Na, wartet! Die Schalldämmung ist fertig. Was ist das? Oskar hat seine Lichterkette fallen lassen. Jetzt gehört sie mir. Wie kann ich sie befestigen? Mit meinem Möbeltacker. Hab ihn. Sie ist wieder da. Ich fange an. Ich werde sie ausbreiten. Und jetzt glänzt die Decke. Oh, wie romantisch. Das ist für dich. Und das auch. Kauf einen goldenen Rahmen. Er ist wieder da. Könntest du aufhören, hin und her zu laufen? Ups. Hier. Was hast du da? Nein, ich brauche einen größeren Rahmen. Okay, geh schon. Ist er wieder da? Es reicht. Ist der okay? Niedlich, aber... Nein, noch größer. Los! Und jetzt? Nein, größer. Wow, er ist gefallen. Oskar? Mir geht's gut. Könntest du endlich eine Leiter machen? Wer hat da geschrien? Ach, egal. Ich werde dieses Garn in eine Zimmerdeko verwandeln. Endlich! Dieser Rahmen ist super. Komm rauf! Moment. Ich baue eine Leiter. Warum ist der so laut? Ich halte das nicht mehr aus. Er sägt und bohrt ständig. Oh nein. Was ist das für ein Geruch? Jetzt streicht er auch noch. Ich mach, was ich will. Das habe ich super hinbekommen. Die Leiter ist fertig. Ich brauche nur noch Fell. Geschafft. Wow, hast du wirklich eine Leiter gebaut? Wahnsinn! Die Leiter ist so flauschig und so laut. Er ist schuld. Aber ich habe eine Idee. Eine gestrickte Wand wird sie verdecken. Irgendwas fehlt noch. Stimmt! Ich brauche Lichter.
Diese Laternen sorgen für eine gemütliche Stimmung. Ich habe noch etwas Garn. Aber ich bin müde. Ich brauche eine Pause. Laternen, Pflanzen. Oh, was ist das? Was soll's? Goldzweige sind unglaublich. Ich habe das noch gefunden. Noch mehr Deko-Sachen. Danke. Gib mir den Möbel, Tucker. Super. Ein Traumfänger. Oh, jetzt werde ich immer die besten Träume haben. Guten Morgen. Heute ist mein Geburtstag. Womit soll ich anfangen? Blumen, ein Tisch, ein Geburtstagskuchen und ein Geburtstagshut. Es macht keinen Spaß, allein zu feiern. Piper, wach auf. Ist es schon morgen? Happy Birthday. Das ist für dich. Was? Ich habe Geburtstag? Ich habe eine Überraschung. Komm mit. Oh, wow. Eine goldene Schaukel. Nur für dich. Das ist unglaublich. Was ist denn da los? Ich habe Geburtstag, aber ich bin ganz allein. Wer ist das? Ich finde es schon raus. Ups. Hi. Wow, das sieht ja echt gemütlich aus. Hast du das selbst gemacht? Du bist so talentiert. Hast du heute auch Geburtstag? Ich auch. Wie wär's mit einem Geschenk? Oscar, mach eine Schaukel für unseren Nachbarn. Okay. Ich bin fertig. Wow. Gefällt sie dir? Oh ja. Ich mag Oscar trotzdem nicht. Bin gleich wieder da. Autsch. Diese Treppe. Warum habe ich so viel Pech? Was ist das? Ein Versteck unter der Treppe. Die benutzen es schon seit Jahren als Lager. Ja, ich werde hier ein Geheimzimmer bauen. Zuerst werde ich den ganzen Krempel sortieren. Au, cooles Brett. Oh, stimmt, mein Zimmer. Gerade vom Himmel gefallen. Wow, 100 Mäuse. So viel Geld. Das ist mein Geldtanz. Piper ist so schräg. Ich kann das Geld für nützliche Sachen ausgeben. Magie. Eine Box. Wow, so viel Zeug. Mal sehen, was ich gebrauchen kann. Eine Kettensäge. Wow. Wer weiß? Oh, eine alte Decke mit Holzbalken dran? Nee. Oh, das ist eine Hängematte. Was gibt es noch so? Daraus kann ich einen Tisch machen. Und du wirst mein neuer Freund sein. Wow, Dino, siehst du das? Wie wär's mit einem zweiten Tisch? Wird Magie funktionieren? Ich glaub nicht. Was? Noch mehr Bücher? Das ist doch keine Bibliothek. Eine Mini-Hängematte für meinen Freund. Was ist das alles? Fass Dino nicht an. Das ist mein Zimmer. Bye. Wie gemein. Ich will auch ein neues Zimmer. Aber erst muss ich die alten Sachen loswerden. Komisch. Hey, warum regnet das Kissen? Moment, die kann ich gebrauchen. Ich kann nicht mehr. Danke. Mal sehen, was mein Geld so alles kann. Das ist schräg. Es hat sich nichts verändert. Hey, was kann ich für dich tun? Eine Schultermassage? Wer bist du? Oh, mein Assistent.
Mach's sauber und schmeiß das alles raus. Klar. Und was jetzt? Es war nicht meine Schuld. Verschwinde! Alles muss man selbst machen. Und mit ein bisschen Hilfe von meinen Freunden. Es hat geklappt. Geld hilft immer. Ich werde schnell aufräumen. Genial. Ich liebe mein Geld. Und hier ist meine neue Couch. Puh, ist die schwer. Irgendwas fehlt noch. Oh, ein Kamin. Und ein Kleiderschrank. Genial. Und noch ein paar andere Sachen. Hier? Ihr trinkt Tee? Du bist gefeiert! Hey, das war mein Freund! Meine Pyramide! Oh, Becher, das wird euch noch leid tun! Piper, was machst du da? Du hast meinen Hund erschreckt! Oh, diese Becherteile kann ich gebrauchen! Ich werde süße Gefäße für die Wand machen! Jetzt habe ich einen ganzen Garten. Oh, Fluffy, hast du dich verlaufen? Du kannst bei mir bleiben. Fluffy, wo bist du? Nicht übel, aber es fehlt noch was. Ich brauche einen Designer. Den hier? Der schon wieder? Okay, gut. Hi, ich bin der beste Innenarchitekt der Stadt. Ich will, dass die Wand verschönert wird. Gemälde? Geniale Idee. Wie wär's mit diesen? Nein, lieber andere Gemälde. Na gut, wie wär's mit denen? Nein, das ist zu übertrieben. Zeig mir noch mal die davor. Oh, perfekt. Kann ich mir dein Smartphone ausleihen? Hey, es ist brandneu. Jetzt hast du einen neuen Fernseher. Was? Gut, du hast mich überzeugt. Oh, mein Lieblingskanal. Was ist das? Ein Massagesessel? Für meine Kunden gibt es nur das Beste. Und hier ist dein Smartphone. So, ich bin fertig. Ich nehme einfach meine Bezahlung. Designer, wo bist du? Danke, Miss. Mein Geld. Oh nein, ich habe kein Essen mehr. Carol muss noch etwas haben. Ich komme, Carol. Carol, ich will, dass du gesund bleibst. Oh, so viel leckeres Essen. Was willst du? Ich will, dass du auf deine Gesundheit achtest. Atme. Oh, ganz ruhig. Ich bin hier, um dir zu helfen. Keine Chips, Kekse oder Schokolade mehr. Nur noch Obst. Kein Obst. Komm schon, du musst trainieren. Wow. Na los. Ich brauche goldene Fitnessgeräte. Hab ich schon abgenommen? Ja, und ich werde das ganze Essen mitnehmen. Hä?
Hier ist mein Essen. Was soll ich mit dem ganzen Obst machen? Ich weiß. Eine durchsichtige Vase. Ein paar Früchte. Und Lichter. Wow. Oh, das ist so schön. Und wo verstecke ich die ganzen Snacks? Stimmt. Weg da, Bücher. Jetzt habe ich viel Essen. Willst du ein paar Chips, Dino? Nein? Bist du etwa auch auf Diät? Was soll ich denn jetzt machen? Stimmt. Ich werde Jenga machen. Mir ist so langweilig. Ich brauche eine VR-Brille. Puh, geschafft. Du bist dran, Dino. Willst du nicht mitspielen? Wow. Autsch. Auf wessen Seite stehst du eigentlich? Jetzt werde ich Dart spielen. Genial. Aber ich brauche Pfeile. Ich nehme einfach irgendwas, was hier so rumliegt. Eine Schere und eine Gabel. Du bist dran. Oh, stimmt. Ich spiele ja allein. Oh, ich weiß. Ich brauche Musiker. Und eine Massage. Ah, das Leben ist schön. Aber ich bin einsam. Hey, Piper. Lass uns wieder Freunde sein. Okay, Carol. Willkommen in meinem geheimen Zimmer. Willst du Dart spielen? Mit einer Gabel? Das ist ein Pfeil. Siehst du? Wow. Ich will es auch probieren. Wuhu! Ich hab gewonnen. Wie wär's mit Jenga? Ups. Ach, egal. Wir gehen in mein Zimmer. Wow, ich liebe Wuhu. Willst du Chips? Nein? Dann eben nicht.